Willkommen zum Nachschlag zum Spiel Fan Talk hier beim HC Erlangen. Und wir dürfen recht herzlich begrüßen, von da draußen wird auch gewunken, die Herren Herbst, Kevin Herbst, Danny Josic, Derby-Sieger zum zweiten Male. Gar nicht so schlecht, oder Kevin? Ist alles okay? Ja, ist ganz ordentlich. Gegen Kober war ein bisschen mehr, aber ist schon okay. Das war eine Aufforderung zum Weitermachen, aber nee, lassen wir das Ganze. Ja, wir haben heute natürlich ein packendes Derby wieder mal erlebt. Und das war gar nicht so eindeutig. In der ersten Halbzeit haben wir ein Spiel gesehen, boah, das war ganz schön zäh zwischendurch. Ja. Auf der Tribüne haben wir ein paar Leute gesehen, die sind aufgestanden und haben gedacht, okay, wenn die anderen in Angriff gehen, holt sich mal zwischendurch kurz ein Bier. Wie habt ihr das erlebt auf der Platte? Ist schwierig, oder? Wenn einer so versucht, eine die ganze Zeit war nicht zu machen, oder? Okay. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir hatten in der ersten Halbzeit wichtige Probleme im Angriff. Viele technische Fehler, die wir 60 Minuten lang nicht abstellen konnten. Dann hatten wir auch noch ein paar Fehlwürfe. Es war keine Glanzleistung insgesamt, aber ich denke, dass die zwei Punkte stehen und ich glaube, das ist am wichtigsten am heutigen Abend. Ich muss mich nochmal bei allen Fans bedanken, die uns nochmal kräftig unterstützt haben. Ich denke, dass diese zwei Punkte auch auf die Richtung von den Fans drauf geht. Vielen Dank. Immer wenn der Danny im Interview ist, dann habe ich so das Gefühl, das ist wie so aus dem Lehrbuch und war toll und vielen Dank für die Fans. Wir werden hier später auch ein bisschen was anderes hoffentlich rauskitzeln. Kevin, zum zweiten Mal in Folge Derby-Sieger. Jetzt kommst du ja aus dem hohen Norden. Jucken dich da solche Derbys überhaupt? Oder wie ist das so als, du kommst aus Hamburg eigentlich hierher zum HC Erlangen. Ist das ein Spiel wie jedes andere oder sagst du, ja, das muss man gewinnen? Naja, Derbys sind immer was Besonderes. In Hamburg hatte ich das Derby gegen St. Pauli. Das war aber noch in der vierten Liga und war natürlich nicht so mit so vielen Zuschauern. Gute Stimmung war immer. Jetzt gegen Coburg war natürlich überragend hier. Jetzt gegen Rimpa natürlich auch. Aber sowas erlebt habe ich eigentlich noch nicht möglich. Ja, und da gilt natürlich, und jetzt würde ich sagen, der Dank an die Zuschauer und nicht nur an die Erlanger Zuschauer, Sie natürlich auch, das wissen Sie ja, das hören Sie jede Woche von uns, aber natürlich auch aus die Gäste aus Rimpa, ja, weil das ist diese Derbys, das ist das, was wir letztes Jahr nicht hatten und es ist einfach so das Salz in der Suppe und das ist eine richtig geile Geschichte. Herzlichen Dank für die Unterstützung von den Rängen auf jeden Fall von unserer Seite. Ja, jetzt müssen wir natürlich eine Sache ansprechen beim HC Erlangen. Die Außen. Die haben ja zurzeit nicht so richtig viel Spaß beim HC Erlangen, oder? Das Spiel geht von den Halben in die Mitte rein, vom anderen Halben in die Mitte rein. Wie viele Minuten steht man da auf Außen, bis man da mal die Chance hat, das Ding reinzumachen? Du hast den Vorteil, du darfst die 7 Meter werfen. Wie fühlt man sich da als Außen? Und vor allem, die Messlatte liegt ja hoch. Du kriegst den Ball als Außen und wirst du dran gemessen. Machst du das Ding rein oder nicht? Ja, ich muss zugeben, das ist manchmal schon unangenehm, wenn man 20 Minuten, 30 Minuten ohne Torwurf dasteht und dann kriegt man einen und dann muss man halt den einen einzigen vielleicht auch im Spiel reinmachen, aber sobald die Tore von der Mitte oder wie auch immer vom Kreis reingehen, bin ich eigentlich zufrieden. Hauptsache, wir machen Tore. Mach ich rein. Also für Danny stelle ich auf jeden Fall so ein Phrasenschwein auf. Danny, ich gebe dir jetzt noch eine Chance. Wir hatten, ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben in Erlangen sehr, sehr, sehr lange Probleme gehabt mit dem 7-Meter-Werfen. Das war, ich weiß nicht, ob Sie es in den letzten Jahren so ein bisschen verfolgt haben, seit Matthias Bracher. Und das ist ja 15 Jahre her. Aber jetzt einer, der fast eine Maschine. Was geht dir durch den Kopf? Oder geht da überhaupt was durch den Kopf, wenn man das Ding werfen muss? Ja gut, ich habe auch ein paar verworfen, muss ich sagen. Auch in dem letzten Spiel habe ich den ersten gleich verworfen. Aber ich denke, es gehört auch dazu, dass man ja, den Mut hat, dahin zu gehen, auch wenn man verwirft, wenn man auch sich bewusst ist, dass man auch verwerfen kann. Und ja, ich versuche das mit 100% zu machen. Und ich denke, dass die Mannschaft zufrieden ist, der Trainer ist zufrieden. Ich hoffe, die Fans sind auch zufrieden. Kevin,
Wir haben es am Anfang versucht, oder es sollte runtergespielt werden, oder es ist immer die Frage, was macht man, wenn man so eine besondere Situation hat? Einer der Leistungsträger, er kommt, wurde angekündigt mit Weltklasse im Anflug, Pavel Horak. Er war er der Kopf der Mannschaft? Ich glaube auf jeden Fall in der Abwehr hat er die Fäden gezogen. Und jetzt fällt er aus mit dem Kreuzbandriss. Wie agiert die Mannschaft? Was macht er die Mannschaft in der Woche im Training? Wie schaut man, dass man den Kopf freibringt? Was ist das für eine Situation für euch? Ja klar, Pavel war und ist der Kopf der Mannschaft. Er hat uns nochmal geschrieben vorm Spiel und hat uns viel Glück gewünscht. Jetzt ist halt Basti da. Basti macht es auch gut in der Mitte. Wir haben die Woche gut trainiert. Die Abläufe ein bisschen zusammen geübt. Und ich finde Jonas und Basti Preis, die haben das heute super gemacht. Ein, zwei Stimmen. Zwei Fehler, klar, aber das Spiel war nicht viel, das ist ja gut. Aber insgesamt haben die das super gemacht. Das auf jeden Fall, wir haben es heute gesehen, gerade du sprichst ihn an, Jonas Link rutscht dann in die Bresche rein, als er sieht, es hakt so ein bisschen im Rückraum, hat ein Riesenspiel, glaube ich, gemacht heute. Schauen wir ganz kurz auf die Ergebnisse, was es heute noch gegeben hat. Wir hatten außerdem die Partien Aue gegen Springe, 29-25. Dann die Eulen aus, nee, haben wir noch nicht beendet. Minden schlägt Eintracht Hagen, unser nächster Gegner, daheim mit 32-25. Hennstedt Ulzburg schlägt HC Rostock mit 31-26. So, und jetzt haben wir ASV Hamm gegen Coburg. 2 Minuten noch zu spielen, 25-27. Dann haben wir TuS Ferndorf gegen die SG Bietigheim. Da sind noch zu spielen 8 Minuten und Bietigheim führt endlich dort mal deutlich mit 7. Also, ja, für die Bietigheimer so ein bisschen Mitleid haben, also ich zumindest. TV Neuhausen, ja, halbe Stunde durch, 17:16 gegen die TV Emstetten, also, da brauchen wir nichts dazu sagen. Ja, nächstes Auswärtsspiel, ihr kommt nicht zur Ruhe, wir sind zu Gast in Springe. In Springe, ja. Was erwartet uns in Springe? Jeder will den HC Erlangen schlagen, Danny, oder? So ist es, wir kommen immer als Favoriten an und ich denke, für viele Mannschaften ist das Spiel des Jahres für sie, besonders zu Hause. Und ja, wir müssen mit 100%iger Einstellung dahin fahren und alles geben, nur so können wir Punkte sammeln, auch auswärts. Aber ich denke, der Trainer, der weiß, was da auf uns zukommt und der stellt uns da richtig ein. Wir wollen Dennis jetzt zu jedem Fan-Talk mit hier, ja, das ist super. Bitte. Er hat gerade Freiger, hat er zu mir gesagt. Letzte Woche hatten wir die Gebrüder Link da. Die haben bestritten, dass sie diesen Club in der Hauptstraße mit dem Zirkel über der Tür kennen. Die haben sich also auch mit so einer Situation gerade noch rausgerettet, weil sie vermutet haben, dass irgendwo der Spion von Robert Andersen da war. Aber gut, lassen wir das. Nächstes Heimspiel, dann wieder in 10 Tagen hier, Schmarrn, 10 Tage, in 18 Tagen, dann gegen Eintracht Hagen. Aufs übernächste Spiel schauen wir noch gar nicht, oder? Das ist nur das nächste Spiel, das ist immer das Interessante, oder? Was für Worte nochmal vom Pavel, ja? Was hat er gesagt vom Spiel? Scheiße, hast du schon gesagt, ja. Was sagen wir denn, Pavel? Gute Besserung, so ein bisschen. Liebe Zuschauer, wir machen einfach Folgendes. Wir machen diesen, Sie kennen das auf Facebook, Sie können kommentieren und antworten. Wir münden den richtig zu, ja. Sie liken den und dann gute Besserung, gute Besserung, gute Besserung und dann immer drauf und bis er schließlich einen Krampf im Daumen kriegt vom Liken. Und in diesem Sinne, liebe Zuschauer, danke Ihnen herzlich für den Fan-Talk heute. Vielen Dank an Kevin Herbst und Henning Schofitz. Vielen Dank und das nächste Mal gibt es das Rasenschwein hier bei uns. 20 Uhr, bis zum nächsten Mal. Ciao.